Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Skyrim Möge Remastered. Auriels leuchten. Wir wollen erstmal wollen was hell Möge haben. mich vor eurem Feind schützen. So fängt's schon mal an. So, ich hole jetzt mir noch schnell die Drachenknochen, die restlichen. Oh, ich sehe gerade die Drachen sind gar nicht mehr da. Lol. Och, Manu. Die sind echt weg? Okay. Wusste ich nicht. Gut, dann holen wir uns nicht die Drachenknochen. Aber wir holen uns jetzt noch die Erze. Weil das ist natürlich auch wichtig in Skyrim. Und hier sind relativ viele Erze, wie ich sehe. Also das hier müsste auch Gold sein. Und Gold ist nicht so häufig zu sehen. Ach, Mondstein sogar. Mondstein sogar. So. Schön immer am Rand entlang. Nur so finden wir die ganzen Erze. Aha. Aurora kann ganz schön gut stöhnen, Mensch. Er klingt sie wie, als wenn sie dir gleich den Kopf abreißen will, ey. Was ist denn da hinten? Ach ja, genau, das war der Schrei. Das war ja der Schrei. Also, ich muss mal ganz kurz wieder zurückgehen. So. Aufnahme läuft auch, das ist doch super. Oh, ich muss mal ganz kurz noch was nachgucken. Ich hoffe, das stört in der Aufnahme jetzt nicht. Ich hoffe, das funktioniert auch, weil das ist wirklich Wer wichtig. ist da? Wie, was, wer ist da? What? Ach, ein Eisgeist. Guck mal einer an. Das hätten wir geschafft. Okay. Ich muss mal kurz was nachgucken. So. Ah ja, okay. Alles gut. Weiter geht's. Nee, ich musste kurz nachgucken, ob auch die letzte Folge, die... Warum sind hier zwei Haufen? Okay. Ist nur zu meinem Vorteil. Ich wollte nachgucken, ob die letzte Folge auch wieder funktionierte. Ist aber anscheinend der Fall gewesen, weil die normale Datei war 20 Minuten und 17 Sekunden und hier war sie 20 Minuten und 16 Sekunden. Und manchmal fehlt einfach eine Sekunde, weil... Das ist am Start der Elgato immer so, deswegen warte ich immer mit dem Sprechen. Das ist dann normal, von daher ist alles eigentlich in Butter. Das ist doch schön. Wenn es nur eine Sekunde ist, dann interessiert es mich auch nicht. Oh, was ist denn... Oh. Okay. Aber wenn jetzt wieder sowas wie 10 Sekunden wären, ey. Es gibt sehr viele Videos, wo 6 Sekunden so fehlen. Allein bei Nio ist das leider der Fall. Und auch das toleriere ich nicht. Das mag ich gar nicht, ey. Dass so viel Zeit weg ist. Und bei 10 Sekunden, ja, da hört dann echt der Spaß schon auf manchmal, ey. Also da ist dann echt langsam vorbei. Aber gerade macht mir das Aufnehmen wieder sehr viel Spaß, weil gerade läuft gerade so alles. Mir muss es echt egal sein anscheinend, dass manchmal 5 Sekunden fehlen. Mir muss das echt egal sein. Ich kann daran nichts ändern, leider. In nächster Zeit, wahrscheinlich das ganze Jahr über nicht. Leider. Vielleicht liegt es auch einfach an meinem neuen Laptop. Hab keine Ahnung. Obwohl der eigentlich sehr, sehr stark ist, sehr leistungsstark. Deswegen verstehe ich nicht, warum da so viel Mist passiert. Und warum es beim alten nicht der Fall war. Bei meinem alten Laptop. Da war das komischerweise nicht so der Fall. Und der war weitaus schwächer. Der war noch von 2008. So alt war der. Und damit habe ich noch meine Videos aufgenommen gehabt, ey. Ja, ist schon an sich sehr verblüffend. Warte mal, jetzt müssen wir wieder darüber.
Sieht wohl so aus. Falls ich hier irgendwie eine Höhle vergessen sollte, ja, dann erhängt mich nicht gleich. Sondern sagt, ey, du hast deine Höhle vergessen. Die war eigentlich ziemlich cool und so. Hättest du mal nochmal hingehen sollen. Dann werde ich das vielleicht auch noch machen. Aber ich versuche hier wirklich alles mitzunehmen. Wenn es aber nur so eine kleine Höhle ist, dann interessiert es mich auch nicht so sehr. Und ich habe gerade eben gesehen, ja, ich nehme das ja am Dienstag auf, also für euch ist das jetzt quasi am Mittwoch, dass irgendwas, dass irgendeine Haftgranate in Fortnite da ist. Finde ich ganz gut. Würde ich mehr spielen als die normalen Granaten. Das ist wie bei Call of Duty. Jetzt habe ich gerade einen Bogen mitgenommen, ich Idiot. Da habe ich ja auch die Semtex mehr gespielt als die normale Granate, auch wenn die normale Granate eigentlich besser war. Wie ich dann am Ende gemerkt habe. Aber solange das Spiel das nicht in den Griff bekommt, dass Shotguns so unregelmäßig scheiß Schaden machen, spiele ich das Spiel erstmal nicht mehr. So viel. Komme ich nach oben hin? Muss ich hier durch? Scharfhanghöhle. Ich glaube, ich muss dafür hier durch. Oh, es ist wieder dunkel. Und ich sehe wieder nichts. Alter, die Augen. Holy shit. Ihr seht, glaube ich, mehr. Ja, ihr seht mehr als ich, aber ich sehe halt nichts. Deswegen werde ich mal kurz für mich Licht anmachen. Na, komm raus. Hier willst du nicht, okay. Wer ist da? Wusste ich doch, dass ich etwas gehört. Wer ist da? Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Oder nach da unten. Das wird euch eine Lehre sein. Das wird denen in der Tat eine Lehre sein. Oh Mann, ey. Serana, hör auf mit diesen Scheiß beschwören, das geht mir langsam auf den Sack, ey. Nein, ey, wollte ich eigentlich auch nicht mitnehmen. Ach Mann. Oh, das ist ja so ein ekliges Vieh, oder? Da drinne. Ich weiß es ja leider nicht. Die Viecher waren schon derbe eklig. Dieser riesige Muschelkäfer da war. Wer ist er denn? Alter, der hat ja ganz schön was ausgehalten. Holy fuck. Wo sind die ganzen Dinger hier? Die ganzen... Wollte ich auch nicht mitnehmen. Alter, ey. Holy crap, Falmer Kriegshetzer. Ich kenne die noch, aber ich hätte jetzt nicht erwartet, dass hier so einer kommt. Und der Schrei hat eine ganz schön lange Abklingzeit anscheinend.
Finde ich ja schon ein bisschen schade, weil der ist eigentlich bestimmt ganz gut. Das brauche ich leider nicht mehr. Okay. Hier ist auch nichts drin. Wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Ich glaube, wir mussten uns tatsächlich hier durchkämpfen. Um an den letzten Schrein zu kommen. Mal schauen, ob wir den in dieser Folge noch erreichen. What? Ich bin jetzt hier unten? Ich mache mir nichts aus der Sonne, aber die wäre jetzt besser. What? Ich dachte, ich komme irgendwo oben an. Dies hier. Gut, macht doch Sinn, dass wir unten angekommen sind, weil der Weg eher in der Höhle nach unten ging. Woher seid ihr gekommen? Da oben oder was? Ey! Jawohl. Oh Mann, ich will mal wieder hier mein da. Ich kann auch einfach mal eine Ebenerzhaut benutzen. Dann halte ich ein bisschen mehr aus, auch wenn ich das nicht brauche, weil ich so ein krasser Motherfucker bin. So, Schuff. Jawohl. Woher seid ihr gekommen? Boah, echt jetzt? Noch so ein Fickvieh. Okay, das war's. Okay, können wir hier auch noch lang? Ich glaube ja. Können wir sogar wirklich? Ach du heilige Kacke. Wir haben aber noch nicht die anderen Amethysten-Dinger gefunden. Ich wusste es einfach. Ups, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ja, ich habe Potent Sparks genommen, weil ich keinen Bock habe, wieder durch das ganze Menü zu blättern, nur um zweimal Dingens zu haben. Aber diese Nester sind so ekelerregend, ey. Wir haben schon so fucking viele Erze hier gesammelt, ey. Mehr als in jeder Höhle zusammen, glaube ich, mittlerweile. Ey, echt, das ist krass, wie viel es hier gibt. Und so langsam, aber sicher, kommen wir auch unserem Ziel immer näher. Aber ich glaube, das wird diese Folge noch nichts werden. Ich glaube, erst nächste Folge, weil ich will mich ja noch ein bisschen... Oh, nee, kommt man nicht hoch. Also doch, es geht, aber nur mit Springen. Oh Gott, noch mehr Erze.
Yeah. Oh, was ist denn das da oben? Oh, holy fuck. Hey! Hör auf mich zu schieben. Ach, guck mal hier. Ja, da waren die Drachen, ey. Es ist schon eine epische Reise, ne? Es ist schon episch, ey. Kann man anders nicht sagen. Auch wenn man mir jetzt nicht glauben würde, dass ich im Dawnguard DLC bin, ganz ehrlich. Weil es fühlt sich einfach nicht an wie das Dawnguard DLC. Eher dann, wenn überhaupt, wie das Dragonborn DLC. Aber das Dragonborn DLC ist ja noch viel größer. Gibt's hier vielleicht noch irgendwo ein Erz? Nee, ne? Nee. Und darauf freue ich mich am allermeisten. Auch wenn das sehr viel Erinnerung wieder wecken wird, aber... Ja, da muss man durch, ne? Auf Hearthfire freue ich mich auch schon, weil wir da einfach mal farmen gehen ohne Ende. Das wird auch bestimmt super lustig werden. Einfach mal nur zu farmen. Und dann unser Haus fertigzustellen. Guckt mal da unten, ey. Das alles hier. Wir haben, glaube ich, gerade einen ganzen Weg übersprungen. Kann das sein? Ja, guck mal, da müssten wir eigentlich hin. Dann hier rüber. Dann darüber. Holy fuck, haben wir viel übersprungen. Oder? Ich denke, ja. Zack, zack. Da sind wir da unten. Und dann kann man von da unten hier hoch. Gehen wir mal weiter nach oben. Auch wenn wir hier nicht hin müssen, ich weiß, aber... Das ist mir gerade Wumpe. Ich frage mich, ob wir danach noch irgendwas machen müssen oder ob wir dann den Bogen von Auriel bekommen. Aber ich glaube, dann kriegen wir den, ehrlich gesagt, weil das Gebiet hier ist schon wirklich... What? Oh nein, ein Krieger. Oh, na super. Nehmen wir mal das gute alte Potent Flames. Was leider nicht viel bringt. Das brachte schon weitaus mehr. Ja, Potent Flames war damals mal der obergeile Shit. Ich weiß noch, ey. Das war geil. Damals so der Mod-Zauber, ja. Jetzt spiele ich ja mit Mods fast gar nicht mehr. Bis eigentlich gar nicht mehr. Die einzige Mod, die ich halt noch immer verwende, ist beim Verkauf, wenn die Händler 5000 Gold oder so haben oder 10.000. Das ist das Einzige, was noch aktiv als Mod wirklich vorhanden ist. Auch wenn ich dann gerne mal die eine Mod mit den ganzen Dungeons, die dann zufällig generiert sind, machen will. Da gibt es nämlich eine Mod, die heißt Forgotten... Irgendwas mit Forgotten, ich glaube Forgotten Dungeons oder so, keine Ahnung. Und der hat, glaube ich, über 30, mittlerweile sogar vielleicht 40 Dungeons gemacht, die es irgendwo auf der Welt gibt, sogar mit Karte. Und die kann man dann auch abklappern. Die können wir ja dann vielleicht sogar dann wieder im normalen Skyrim damit dazu nehmen. Aber ich genieße auch gerade einfach so dieses... Oh! Woher seid ihr gekommen? Die sehen aus wie Yetis, ohne Witz. Wer liegt denn da bitte, ey? Oh, shit. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich Fußrotar machen. Sorry. Smaragd. Alter. Das sieht am geilsten aus. Warte mal, wie viel bringt das jetzt? So, das hat ja 360 gebracht, ja. Das war ja nicht so viel. Aber ein makelloser Smaragd bringt. Haben wir gar nicht dabei jetzt hier. Schade. Aber ich glaube, mehr als ein Saphir war das.
Ja, allein der normale Smart bringt schon mehr als ein Makelloser. 1500, ey. Holy shit. Okay, wir haben wieder ein neues Glanzstück. Das ist gut. Leute, ich würde sagen, wir sind jetzt im nächsten Part. Dann gehen wir aber wirklich zum nächsten Tempel, weil wir sind jetzt hier schon quasi jetzt fertig. Ich weiß, es fehlt noch Rubin und Granat und ich werde, glaube ich, dann mal googeln für die nächsten Folgen, wo die restlichen Glanzstücke sind, weil mich interessiert das wirklich sehr. Und ja, wir sehen uns dann morgen zur weiteren Folge. Haut rein und ciao.